Ja, diesmal haben sie ganz gutes Equipment, die Amerikaner. Machen eine Autosniper irgendwo. Ja. B. Ich weiß nicht, ob Mantis da jetzt nochmal was versuchen sollte. Ja. Wenn zweimal diesmal klappt, doppelt seit B, schaffen. Ne? Ja. Flowsick auf Mitte, glaube ich, wieder. Haben sich gut drauf eingestellt. Ja, vielleicht der Boost. Der Boost, also sie reden ihn schon. Nein, dann nicht. Schade. Einer sitzt halt im Schacht, er wartet nur auf Contact. Ja, so meinte ich das eben auch. Wo ist die Bombe eigentlich? Wenn Simon Glück hat, killt er sogar den einen. Oh nein. Ja. Der Flowstick hatte nämlich so richtig low up. LOL. Habt ihr es gesehen, wie die sie gebankt wurde? Ja. Ich war bei dem Gegner. Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass er da durchschießen kann. Ja, er hat schon wieder halt. Krass. Das ist ja geil, Assist bekommen. Auf jeden Fall. Der ist ja ziemlich immer sogar. Also man merkt, die Null hat sich auf jeden Fall mit der Map beschäftigt. Ja, das dachte ich mir auch fast. Ich denke mal die Amerikaner alle. Ja, ich glaube auch, dass die in Amerika ist die wahrscheinlich wieder öfter gespielt, ne? Ja. War ja auch damals so bei Season and Source und sowas. Ja, stimmt, das kam immer alles so spät in Europa. Also ich kann dir mal kurz die Vetos sagen. Faculty hatte D1 gewotet, das 2 gewotet und Train. Und die Nile hat Nuke und Mill rausgewählt. Warum musst du denn Faculty 3 rauswählen? Ah, das ist so ein System. Die können entweder, weil sie das höhere Seeding haben, können entweder 3 Maps rausvoten. Oder sie können 2 rausvoten und dafür die Seitenwahl auf 2 haben. Ah, okay. Du und du jetzt? Und one. Oh, unlucky. Ja, okay. Aber auf Train ist Faculty doch eigentlich immer ganz gut gewesen. Hm. Also das zweite hätte ich an deren Stelle auch rausgewotet, aber Train weiß nicht. Welche sind denn jetzt noch übrig? Inferno ist noch da? Nächste ist Mirage und Inferno ist die letzte. Okay. Ja, okay, Faculty ist auf Inferno und Mirage ganz gut, ne? Ja, waren. Oder waren zumindest waren. Ja, richtig. Ja. Also, sie haben ja. Okay, keine Ahnung, ist schon was her, aber in Wien haben sie ja immerhin gegen SC gewonnen auf Mirage. So viel Contact gewesen, der Eco. Das sind sie wieder echt nice. Erfolgreich. Aber die haben sehr schon. Die Amerikaner haben schon sehr schnell geschoben. Wegen die Runde geht auch ziemlich sicher an die Amis. Weil Kirby den Frick Schacht macht? Kann er sich vorne mit konzentrieren? Oh, der Netz gut. Oh, unlucky. Oh, der CT. Oh, Kirby. Alter, nice Asmo, Mann. Sehr, sehr schön. Boah, eigentlich verloren die Runde und dann reißt Asmo sie rum mit der gepickten Waffe. Ja, Kirby aber auch. Er hat einen Schacht decken können. Hat zwar eine Frag nicht gesetzt, aber der CT hat halt super lang gebraucht. Ja. Ist letztendlich auch noch gestorben. Aber Asmo hat es halt mit der Colt geschafft, 2 Frags zu machen, ohne einen Kevlar. Das war gut. Wichtige Runde für Faculty, wenn sie die gewinnen, hat Eco, wenn er zählt ist. Und die haben schon so, obwohl doch die wieder Amerikaner auch ganz gut equipped. Wieder aber B, auch ein sickes Spiel, ne? Man hat das wieder B eingenommen, er rechnet nicht mit dem zweiten, der da auf Spot ist. So, boah, da leichtes Spiel gehabt. Also müssen jetzt sagen, sie verstanden haben, dass. Dieser B-Doppel, vielleicht einfach mal ein A-Split schnell spielen. Das kann die Nadel aber auch schon wieder gut schieben. Boah, Kiko hat's echt gut gespielt, man hat sehr viel Zeit rausgeholt, ist nicht dumm down gegangen. Boah, sicher Headshot. Auch. Boah, wie geht der jetzt? Down. Oh, ich krieg die nicht, oh, ich krieg doch einen Headshot, so die bitte. Ja, und da kriegt man einen Headshot. Oh, wie unlucky. Sonst bin ich auf die Ansage gespannt. Geld haben sie. Wobei, so viel ist es gar nicht. Kaufen aber, legen sich. Ja. Ich bin auch wieder zu zweit B.
Karte gerade nur von Flowsick gedeckt. Du warst zu dritt B, oder? Ja. Das ist richtig sehr. So, jetzt schnell rum. Boah, nice. Jetzt schöner Fact. Kommt Faculty Mitte durch. Die jetzt Richtung A. Drüber. Schön, Kiko kriegt Pet schon. Ja, aber da muss noch jetzt einer fehlt, von A kommen. Genau, jetzt fehlt eine Action gerade. Wenigstens macht Dizzy den Frag. Die Autosniper holt noch einen, denke ich. Boah, nice von Kirby, Mann. War es wieder mit der Runde, der Schuss war cool. Ja, weil Sobo kommt von hinten. Mal sehen, ob er mit dem rechnet. Ja, der deckt deine Arbeit sehr schön. Kirby macht das. Der andere Space. Schön, Kirby Action gemacht. Schön, schöne Runde von Dizzy auf jeden Fall. Ja, von Kirby auch. Oh, die Ami ist gar nicht so viel Geld. Zwei Famas. Eine Max 7, zwei Pistols. Gute Chancen für Faculty, die Halbzeit zu gewinnen. Wieder ist es noch Flowsick in der Mitte. Boah, der kommt silent in den Schacht rein. Macht Faculty schon ganz gut, wie sie da verzögert Mitte einnehmen. Mit so einer Flash von hinten. Achso, man kriegt die nicht. Also, ich gehe jetzt B und B ist offen, glaube ich. Ja. Also, ich gehe in den Schacht und er ist da gepusht. Er ist gepusht von denen. Ja, ah ja, kommt es wieder von hinten. Ja, aber sollte jetzt auch ansagen. Aber, oh. Kein. Oh, er kann das nicht mehr machen. Fight nicht, ja, bitte. Jetzt. Auf 1 HP runtergeschossen. So, die Smoke Base wieder super. Schacht ist aufgedeckt. Nice. Und Jay Mitchell wird da nichts machen können. Versucht sein Glück aber. In der letzten Runde. Schöne Halbzeit von Faculty. Ohne Pistol, 8 Runden. Nach 4-0, glaube ich, ne? Oder 4-1? Ja, ja. War doch ganz okay noch, nur Ergebnis ist halt semi, ne? Und doch, ich hör's schon in. Mal gucken. Die Armee ist mit viel Equipment. 3 Smokes. Wahrscheinlich schneller Mitte go. Oh, Faculty mit 3 Smokes. Jetzt. 5 Smokes bei Denial. Da hat keiner eine Weste. Aber Weste. Ja, Glock brauchen wir den nicht. Ja. Hier ist nur noch was langsam aus, ne? Ja. Der eine jumpt auf den LKW. Aber Arsch pusht clever. Er wird niemals damit rechnen, aber er sieht mich vielleicht gleich. Aber. Das ist weggegangen. Simon geht da zurück. Die ist auch irgendwo durch, lol. Boah. Bin orientierungslos. Gut, nice, hat ihn gesehen. Die ist B gepusht. Hat ihn auf jeden Fall gesehen. Guten Headshot gemacht. Er ist sehr defensiv gedeckt von Faculty, aber mit 3 ja, Mann. Sie, das sie wissen gut. Eigentlich, wo es hingeht. Dadurch, dass die sie da halt offensiver. Behält auch halbwegs die Kontrolle dort. Aber die Amerikaner entscheiden sich jetzt genau richtig. Ja, geht jetzt noch B. Er killt ihm natürlich gar keine Infos durch diese defensive Deckung. Ich brauche jetzt durch die Smokes in der Mitte, aber. Also, sie könnten eigentlich schon damit rechnen, wie die Smoke liegt. Sie gehen durch den Schacht B. Ja, machen sie auch. Dizzy konzentriert sich aber nur noch auf diese Action von. Boah, ein Flow, sieht, was er gibt. Ah, das ist schade. Ganz schwer. Ja, Fall. Die Runde ist noch total offen. Nein, nein. Boah, Mann, das kriegt da leider auch keinen mehr. Noch wenig Damage gesetzt, die Smoke ist perfekt. Der Spot kriegt nochmal Damage. Leider auch nur noch eine Flash vorhanden bei Faculty. Boah, jetzt haben sie allein da. Keine Chance mehr. Boah, sah echt gut aus, die Runde. War echt eine gute Entscheidung, da nach B zu gehen.
Aber A zu dritt ist doch so eine Sache, da kann man auch, finde ich, mit, weiß ja, ich, mit sogar mit zwei und dann vielleicht sogar nur einer und dann einer auf der Schräge und einer Mitte so. Man ist ja ziemlich schnell auf A, B ist dann so eine andere Sache als CT, da braucht man halt länger. Die Terrors haben halt den Schacht, außer man hat halt die Mitte als CT. Fackel, die will die Mitte blocken. Was heißt Exhaustion auf Englisch? Exhaustion? Auf Deutsch? Ja. Ausgelaugt sein, glaube ich. Ah, okay. Ah ja, Erschöpfung. Oh, was mit einem Liegel? Ja, der meinte, er stirbt nämlich deswegen und muss jetzt ins Bett gehen. Boah, Dizzy also hat einen Headshot gemacht und macht noch einen Headshot. Dizzy ist echt gut gerade, muss man sagen. Ja. Hallo, er könnte eigentlich noch eine Waffe rausholen. Jimmy, willst du mal ein Smile im Gesicht haben? Was? Posi von der A, ja. Kriegt aber keine Konkurrenz. Nette Abgammel-Posi auf jeden Fall. Das ist mal wieder eine ganz solide Eco. Und jetzt die erste Crypt. Keine Arme bei Faculty. Aber AWP ist auch, wo will man sie halt spielen auf der Karte? Naja, bei Mitte klar. Smokes kann man eigentlich alles wegsmoken. A, ja, ich dachte, da wird auch oft gesmoked. Theoretisch hinten am A an dem Auto spielen. Ja, aber das wird meistens auch gesmoked bei guten Ghost. Ja, so, auch fängt auch wieder die Mitte. Aber ich glaube, Schach könnte er sehen. Ja, er hat ihn auf jeden Fall gesehen. Er kommt, ist auf dem Stein. Ja, er macht ihn auch, schön. Auf dem Dach. Okay, wie stirbt. Aber da sieht man auch den Unterschied zwischen den Amerikanern und den Europäern. Die Amerikaner waren ziemlich aggressiv Mitte und Faculty spielt es hier ziemlich defensiv. Ja. So. Asma hat es quasi allein gespielt. Oh, Simon! Oh, aber Simon, starker Move in die Tür. Aber der Frag war qualvoll. Oh, aber Bombe ist drauf. Sein Mate ist aber sehr weit weg. Ja, aber die Runde sollte safe sein. Boah, Mantis ist da vorne. Oh, warum geht er denn alleine vor? Hätte auf jeden Fall machen können. Jetzt können sie sogar B schieben. Ja. Wenn sie die Bombe haben. Aber Dizzy schiebt schon rüber. Ja, die Bombe wird ja angesetzt. Wahrscheinlich schon manchmal. Die sind jetzt schlecht. Aber guck mal, was die machen. Die gehen vielleicht wieder Mitte auf A. Wenn oh mein Gott. Jetzt nicht dumm schiebt, dann. Boah, er wird damit. Er wird da maximal einen machen, denke ich. Vielleicht auch beide, weil sie damit nicht rechnen werden. Ah, doch, guck mal. Ah, doch, jetzt mit den uns. Wahrscheinlich einen. Ah, es ist der einen. Jetzt wird's eng. Oh, die ist auch schnell da. Plant schafft er auf jeden Fall. Er hat einen Kit. Verrät sich direkt. Boah, gute Gegenflashes. Ey, wie blind der ist. Aber die hat Kit, der kann sich eigentlich noch Zeit lassen. Ah, weiß jetzt nicht hundertprozentig mehr, wo er ist. Man redet ihn schon. Muss ich aus. Also muss ich komplett aus und der zieht durch. Boah, warum? Oh, J-Mittel macht's. Nice. Oh. Lol, die Smoke ist aber wie oft ist die denn getitcht? Ja, ja. Das war auch krass. Nicht komisch, ey. Ich einfach mal in den Himmel rein und du hast dann wieder runtergedrückt. Komisch. Schade, Mann. Hat ihn, glaube ich, sogar im letzten Moment gesehen in der Smoke. Wobei es natürlich offensichtlich ist, dass er dann durchzieht. Eigentlich nett gedacht, aber. Der war schon best of one hier, oder?
Nee, BO2. Nein. Alles okay. BO3. Mirage und Inferno sind ja noch mit. Richtig. Boah! Was? Oh, du Scheiße, was ein Shot von Flossig, ne? Warte mal kurz die Mitte auf. Was gibt der Typ bitte? Noch einer links. Dem rechnen wir nicht. Oh. Eine starke Runde auf jeden Fall. 4K. 12-8 die Führung. Faculty muss man langsam aufwachen jetzt. Aber ich denke, wenn Faculty das 2 veto, dann werden sie auf jeden Fall was auf der Karte gemacht haben. Weil, und anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil ich finde, man spielt lieber so eine Map, wo man zwar weiß, dass der Gegner vielleicht stark drauf ist, aber halt eine, die man gar nicht trainiert hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie jetzt hatten nach den EMS-Finals. Ja. Ich glaube nicht viel. Wie wieder die Mitte? Ich finde sie viel zu defensiv. Ja. Aber diesmal. Weil dadurch, dass sie keinen am Schach kriegen, kann halt keiner richtig supporten. Der muss immer alleine da klarkommen. Diese ist B schon gepusht, hat sehr viel Kontrolle. Jetzt müssen sie halt den Argo halten. Wird Mitte hinten am Spot. Er ist allein am Spot. Jetzt kommen die Mates nach über Base. Er steht ganz gut. Er müsste mindestens einen holen. Boah, das ist eine Teamflash, glaube ich. Ja. Aber Benny steht da gut. Boah, und 702? Oh, er kann sogar zwei. Nice, Alter. Flowsig. Komm, mach da auch noch schön. Benny. Geht doch, aber hast schon recht. Die Mitte war wieder zu passiv. Ja, und dann nach zu lange offensiv. Als sie dann gemerkt haben, dass da nicht zwei waren, sie immer noch zu dritter. Ich weiß nicht, irgendwas müssen sie da ändern, wenn sie das sicherer haben wollen. Aber was dann auch sieht, dass die Amerikaner kaum B gehen. Sie haben doch die Pistol da geholt und jetzt wollen sie die ganze Zeit auf A auf. Ah, endlich müssen aggressiver dort. Boah. Ich bin wieder fast gebankt. Sie haben ja B auch einen netten Move. Boah, der ist schon in dem Raum drin. Er darf den nicht beide machen. Schön nochmal abgesetzt. So, wieder geht's aber A über Tür. Simon hat auch eine andere Pose jetzt, gefällt mir. Boah, aber für Tür. Hat den schon Boah, ist er dick geleckt, der hat mitgefiebert. Boah, warum kommt der Actionspieler nicht? Alter. Die Bombe ist auf jeden Fall angesagt. Das heißt, eigentlich ein bisschen CTs. Alle CTs sind da. Oh. Die Runde sieht immer noch sehr gut aus. Ja, schön, Bombe da. Oh, Kirby darf nicht vergessen, dass da noch steht. Aber dieser Move von Flowsig. Alter, er ist über ihm, er hat nicht mehr hingeguckt, er wusste überhaupt nicht, wo er ist. Oh mein Gott. Er ist über den Cat da aufgesprungen, oder? Ja. Ja. Und er zählt immer blind und konnte nicht Flowsig ansagen. Flowsig ist schon jenseits der 30 Kills, wa? Ja, kann gut sein. Nicht schlecht, der hat schon 25 oder so als CT. Aber haben gekauft. Ich hätte mal eine Finanzspritze bekommen. Krass. Von Wildfire. Ich glaube, den hat doch da mit einer Eco gerechnet, deswegen haben sie glaube ich so schnell gespielt. Aber sie haben jetzt glaube ich selber Eco, so wie das aussieht. Aber zwei kaufen und rennen vor. Das kann sich auch sein. Diesmal stand die Mitte. Eco. Also doch gut Chancen jetzt nochmal ranzukommen, trotz beider verlorener Pistols. Sie dürfen halt keine Runden abgehen, das haben wir auch gesehen in letzter Zeit, dass sie oft Runden unnötig abgeben, gerade gegen Eco. Aber jetzt boosten sie auch in den Schacht. Ja, aber Mantis allein gegen Eco mit Abe. Das ist nicht so optimal gerade. Ja, der Abe ist halt doof, aber... Diese muss halt sehr warum schnell spielt helfen. Man denn dort eine Abe? Das ist doch... Boah! Aber jetzt kommt keiner durch den Raum, aber jetzt kann er kann alle holen. Hinten. Oha, Alter. Was Benny noch für einen Shot gemacht hat. Ja, aber sie können trotzdem legen. Halt Ne? Ja. Ja. Und jetzt müssen sie Shell spielen, weil sie die Ava haben. Ah gut, aber Spot kann sie nicht machen. Aber es war nicht gut überlegt von Faculty. Okay, sie haben wahrscheinlich die Eco nicht gereadet. Mm, das kann weil sein. Sonst lassen sie normal die Ava nicht alleine stehen, denke ich mal. Auf jeden Fall. Aber gute Shots dann von ihm, gut gerettet. So, und langsam kommen sie ran.
Die Runde ist jetzt entscheidend. Ja, wenn sie die Mitte weiterhin unter Kontrolle halten, sieht es ganz gut aus. Mantis hat auch einen Molly. Sehe ich. Mal gucken, wo er den wirft. Blocken auch zu dritt die Mitte. Bombe ist diesmal vor B. Dies ist allein. Oh, geht weg. Er hatte keinen Support. Sie rechnen hier gerade mit dem Argo. Ja, sie haben A gefaked. Contacten zu viert. B gleich. Mantis ist jetzt am Schieben. Immerhin. Boah, die A war. Er muss auf jeden Fall den ersten treffen. Sonst wird er weggesmoked und wird er nichts machen können. Ach gut, das ist. Wir haben sogar Double Fake. Naja, Kiko allein. Ja, dann wird jetzt nochmal faken. Mal gucken. Jetzt ist die sie wirklich wieder allein. Oh Mann. Ja. Halt auf, bis jetzt. Die sie jetzt nicht 2-3 Headshots macht. Und glaub ich, Flash ist übers. Da. Jetzt kommt Kirby's Flash, die muss aber kommen. Nein, boah, sie machen halt keinen. Jetzt ist es auch egal, das Kiko, der stirbt. Überzahl. Halt zu einfach ausgespielt. Auf jeden Fall. Kirby war in der Mitte einfach wieder nutzlos, der hätte schon viel früher am B helfen sollen, sie hätten vielleicht darauf spekulieren sollen, dass die Mitte nicht mehr kommen. Oder zum Beispiel einen an die Rampe stellen. Das Problem oder ist so. Immer schwierig zu spekulieren, wenn es halt 13, wenn die Gegner halt 13 Runden ja, haben. Ja, aber die Mitte war halt zu dem Zeitpunkt hätten schon halt machen useless, müssen. Da wird keiner halt mehr nachkommen, so. Ja. Und Kirby war da ziemlich nutzlos die ganze Zeit und dann haben sie halt 3-1-1 gespielt. Ja, keine Ahnung, das Ergebnis ist ja eh unverdient. Ich meine, die hatten ja beide Pistols, ne, die Amerikaner. Ja. Trotzdem. Am Ende zählt halt nur das Ergebnis. Richtig. Aber sie haben noch Chancen. Haben jetzt nochmal Waffen. Wenn sie die verlieren, sieht es wahrscheinlich düster aus. Ja, wenn sie die verlieren, ist auf jeden Fall vorbei. Wir blocken jetzt mal richtig aggressiv die Mitte. Boah, schön. Oh, ich hab den Hut auch rein. Noch ein. Aber er wird einfach nicht supported. Ah, Alter, das kann nicht wahr sein. Nichts gemacht. Alter, wir sind aber B durchgepusht. Guck mal, aber da ist noch einer. Aber Simon kriegt der Frack auch nicht. Die sich schon von hinten, er ist ziemlich laut. Mal sehen, ob er noch einen kriegt. Nein, sie laufen bei direkt. Ja. Sie haben es aber noch nicht gemerkt. Ah, Mantis kommt auch schon von hinten. Der muss jetzt mal relativ. Dizzy muss. Das ist schlecht gespielt, man hätte die Runde durchaus noch gewinnen können. Dizzy muss einfach auf Überleben spielen, er hat eh schon genug Druck gemacht. Und Mantis war halt schon von hinten, aber der ist jetzt auch nicht gut, der geht jetzt helfen halt. Ja, aber das. Aber war noch offen, obwohl Kirby pusht alleine vor und Ashmo weiß, dass er weggesmoked wird und versucht irgendeinen Move halt aufs Dach zu machen, statt er halt safe rumgeht oder so. Ich war nicht in Ashmos Sicht, sondern in dem Gegner, aber Ashmo hat glaube ich auch ein ganzes Magazin verbraten, also. Ja. Und Benny versucht halt zu safen. War wirklich nicht optimal in der Mitte. Ah man, Draw für die Amis. Jetzt kann er noch ein Wunder-Faculty retten. Die können kaufen, einer kann legen für den dritten oder so, wenn sie es clever machen und dann müssen sie jetzt so die Runde holen. Ne, kauft Diegel. Ja, das war dumm, halt, dass keine Waffe gelegt wurde. Ja. Aber auch ganz ehrlich, das war mega schlecht gerade von Mantis gespielt, auf Exit Break zu gehen, anstatt die Waffe zu safen. Hat null gebracht, so. Auf jeden Fall. Boah, wie blind sie Mitte sind. Boah, und sie checken das Eck nicht. Ja. Boah, die Diegel 1. Nice, schön Fricks. Der dritte macht er nicht. Oh, Mantis. Macht er den dritten, kriegt er eine Halte vor. Alter, Mantis, geht doch mal weg! Hey. Jetzt unnötiges Tor. Runde noch offen. Kirby hat eine Waffe. Kirby. Oh, was ein Headshot. Was die drücken. Unglaublich. Aber Simon. Oh, Kiko steht. Nee. Ah, er steht ganz weit weg. Er ist am Schacht. Ja, aber er ist schon da. Oder? Ja. Kiko macht's gut, er wartet auf sein Mate. Smoked sich ab. Jetzt wird er gehört. Der gehört. Ach, sie haben es nicht gehört. Nee, haben sie noch nicht gemerkt. Jetzt aber bekannt. Echt? Ist halt schwer zu holen. Oh. Das ist unmöglich, er hat nicht mal ein Kit. Boah, tickt und tickt. Ah, oh, schade. Wir hätten halt krass gerade. Ja, wenn Faculty einen Pistol holt, haben sie die Map vielleicht. Schade drum. Mal gucken, was auf der zweiten geht. Ihr seid